Willkommen meine lieben Freunde zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich habe heute hier 20 Packs vorbereitet von dieser SPC 81 bis 86. Schauen wir mal, was wir daraus ziehen. Ihr seht ja auch, ich habe aktuell sehr, sehr viele Münzen übrig, über 4 Millionen. Ihr könnt gerne mal reinschreiben, was wir für mein Team upgraden sollen. Also kann ja jeder mal was reinschreiben, der ja einen Spieler zur Auswahl hätte. Könnt ihr gerne mal reinschreiben, was ich kaufen könnte, was halt sinnvoll wäre. Ja, zum Beispiel, ja, ich könnte theoretisch einen Neymar Totti holen oder einen Mbappé Totti. Allerdings, keine Ahnung, könnte man halt auch einen Ronaldinho Prime schon dafür holen. Könnt ihr gerne mal reinschreiben, aber wir fangen jetzt auch direkt mit den Packs an. Wie gesagt, 20 davon habe ich gemacht. Ich hatte bis jetzt immer noch keinen einzigen Walkout von diesen Packs. Keine Ahnung, gibt es gefühlt bei mir nicht. 85 hatte ich auch noch keinen. 84 war bis jetzt der höchste. Schauen wir mal, ob wir das heute toppen können. Wäre auf jeden Fall nice, wenn wir wenigstens ein paar Wände immer kriegen würden. Ja, kein Walkout, aber auch keine Wand, ja. Nehmen wir einen 81er oder wenigstens einen 82er. Immerhin ein 82er ist schon ein bisschen besser, aber alle guten Dinge sind drei, komm. Yay, grip mir was Gutes. Ja, aber die Packs sind auch nicht teuer, muss man auch sagen. Kostet, glaube ich, so um die 2K1, geht vollkommen klar. Wir kommen hier ein Felipe Anderson, okay. 84 hat er mittlerweile, sehr krass. Stimmt, der hat ja auch ein dickes Upgrade gekriegt. 84er, sehr, sehr nice Karte hat er gekriegt, also... Sieht gar nicht so schlecht aus, seine normale Karte. Ja, der höchste will ich natürlich noch als Once to Watch ziehen. Habe ich zwar in Rot, aber eine Stufe darunter, weil ich ja nur den zweiten Inform gezogen habe. Aber so ein Felipe Anderson 84 ist gar nicht so schlecht. Ich dachte erst, wer es LM gibt. Ist mir nur Costa eingefallen und der wäre ja Walkout gewesen, aber ja. Und so sehen halt die Packs zu 90% aus. 81er. Und dann gehen wir zum nächsten. Machen wir mal einfach das letzte Pack auf. Ja, wahrscheinlich geben die dann auch das letzte drin. Komm mal, 84, 85 wieder. Komm, ah. Da muss man halt immer hoffen, auf ein 82er müsste Bender sein. Ja, Bender, stabil 82 wieder. 83er macht man halt leicht Gewinn. 84er, 85er natürlich auch. Bei 81er, 82er macht man so gesehen ein bisschen Minus. Aber klar, muss man mit eingehen. Wenn man natürlich die Packs macht, ist klar. Mit immerhin mal wieder eine Wall. Komm. 84er Stürmer, ah, William José, okay. 3K oder so kosten die und die 84er kosten 7-8K. Also 84er lohnen sich extrem, falls wir da noch ein paar ziehen sollten. Also die sind wirklich sehr effektiv. Oh, zwei Wände hintereinander, sehr nice. Ziehen wir hier wieder Brasilien? Nein, nicht normal. Werde ich ein Once to Watch Pack mal hier in kurzen Karten. Seht ihr noch ein Once to Watch Pack hier drin? Ich denke, sind die gar nicht so schlecht. Freunde, da haben wir ein Once to Watch, den werden wir aufmachen. Und vorher müssen wir natürlich unseren Felipe Anderson wieder in den Verein machen. Machen wir natürlich. Und jetzt kriegen wir hier einen Sommer Once to Watch. Ich werde erst die anderen aufmachen. Ich habe nämlich schon ein paar Once to Watch gemacht. Nicht, dass ich den hier doppelt kriege, den werden wir zum Schluss aufmachen. Einfach. Ich stehe dann, ja. Die anderen Packs nicht zeigen kann, Freunde. Das ist natürlich klar. Machen wir hier weiter. Kriegen wieder eine Wand. Inform. Jawohl, das ist schon mal sehr, sehr gut. Weil das mindestens 10.000 Coins im Endeffekt sind. Sogar Serie A, sogar 82er. Sehr, sehr gut. Der sehr, sehr guter Spieler. So einer ist herzlich willkommen natürlich im Verein. Sehr, sehr guter Spieler. Machen wir direkt weiter. Schauen wir mal. Aber wie gesagt, Walkout sehe ich sehr, sehr selten. Aber wieder eine Wand direkt hinterher. Sehr, sehr gut. Spanier. Aduriz, schade. Rodrigo wäre 84er gewesen. So, nächste Pack. Schauen wir mal, was wir jetzt hier bekommen, Freunde. Wieder eine Wand. Boah, na, wenn er mit ist, okay. 12 Packs haben wir noch. Also bis jetzt ist es sogar ganz okay, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, ob man hier theoretisch sogar einen 86er Vira Icon zum Beispiel ziehen könnte. Bitte nicht in... Nacho, einmal 83er, also man kriegt hier viele 83er raus, das ist schon mal gut, also heute scheinen die besser zu sein wie die letzten Tage. Die letzten Tage waren die ja Schmutz, muss man einfach sagen, da hatte ich zu 90% 81er und jetzt eigentlich sehr, sehr viele Wände. Ja, jetzt wenn man es anspricht, dass die Packs besser werden, kriegen wir hier einen 81er, oder? Oh, 82er immerhin, wie gesagt, die sind ja nicht so verkehrt, 82er kann man immer mal verwenden. So, zack, mit denen fein. Nächste Pack, 10 Stück haben wir noch. Gucken wir mal, was noch rauskommt. Ah, zwei Packs ineinander, nix.
Grimaldo. Da mittlerweile 81 gekriegt, okay. Und da hat er schon die ganze Zeit, kann ja gar kein Upgrade haben, aber wundert mich, dass der 81 hat. Ich hatte irgendwie die 80 oder 79 so im Kopf bei dem, aber okay, hat wohl eine 81, komm Wand, 3 in Folge, ja. Man darf die Packs nicht loben, ihr merkt's, Freunde. Da ist Torreira von Arsenal, 82. Ja. Er hat auch seine Footmus-Karte, wer die damals gemacht hat, die hat 86, also die hat richtig kranke Werte bekommen. 8 Packs haben wir noch, schauen wir mal, was rumkommt. So, wieder keine Wand, okay, also jetzt wird wohl gerade gegeiert. Na, aber immerhin kriegen wir immerhin 82er, ist schon okay. Aber ein paar 83er können jetzt gerne wieder kommen oder 84er, außer Anderson, der darf gerne im Once-to-Watch-Pack darf der kommen, aber vorher so der bitte nicht sich zeigen. Ey, bitte, ey, gönnt doch mal jetzt wieder. Vorland, ja. Habe ich auch schon bestimmt 5-mal oder so gezogen. Der Kevin. Ja, die letzten paar Packs waren echt miserabel, muss man einfach so sagen. Aber vielleicht, ja, kommt jetzt wieder nicht für keine Wand. Russe, Smoloff oder was? 81. Also ich glaube 7-8 mal hintereinander kein Board. Also könnte Rekord werden, wenn jetzt in den restlichen 4 keins kommt. So. Wieder keine Wand, okay. 82er oder 81er? Ja, 82er, aber die lassen sehr stark nach, die Packs. Komm, jetzt geht mal wieder 83er, 84er. Geht nicht rum. Also, da würde ich euch die Packs wirklich nicht empfehlen, Freunde, wenn ihr da seht, was da rauskommt. Also, das sind jetzt fast 10 Packs in Folge, kein 83er. 2 Stück haben wir noch, also da muss mindestens ein 83er, 84er ja noch dabei sein eigentlich, komm. Okay. Ja, Götze, 82, aber ja, jetzt auch nicht wirklich so brauchbar. Letzte Pack und da haben wir es wirklich geschafft, ihr werdet sehen, wie viele Packs das waren. Bestimmt 10, 12, wo wir keinen Schlitz hintereinander hatten, also das war sehr, sehr krass, also im Gegenteil. Im negativen Sinne und wir kriegen auch im letzten Pack wirklich 82er. Also, ja, das war wirklich schlecht. Also, die ersten 5-6 waren okay, aber danach, gerade die letzten 10-15, waren extrem schlecht. Also, ja, da lohnt sich das fast gar nicht eigentlich hochzuladen. Aber ihr seht hier noch ein, Once to Watch. Vielleicht, wenn wir den hier nicht Gutes ziehen, haben wir den auch schon wieder abgegeben in dem Stream. Aber ja, da werdet ihr auch sehen, ja, den werden wir jetzt hier ziehen. Wenn es kein Walkout wird, wird es eh nur Schrott. Aber es wird ein Walkout. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Komm, wenn wir hier was Gescheites ziehen. Belka, bitte nein, Golan. Ach, mein Gott, wieder der. Kann ich eigentlich direkt wieder abgeben und können wir noch eins machen? Eigentlich könnte ich das theoretisch machen. Ich habe so viel 82er, mit dem muss ich wahrscheinlich nur 82er reinmachen. Ich würde sagen, das machen wir noch. Machen wir nochmal eins. Da Witzel gezogen haben, mussten wir nur noch einen 83er noch reinpacken. Den Rest konnten wir mit 82er auffüllen, was auf jeden Fall ordentlich ist. Once to Watch Pack nochmal. Ja, hat sich auf jeden Fall gelohnt, Witzel hier wieder reinzugeben. Sehr gelohnt auf jeden Fall. Small, ach, Golovin sogar nur. Boah, das war auf jeden Fall sehr schlecht. Schlechter geht's nicht. Das ist, glaube ich, wirklich der schlechteste, den man dem Sommer ziehen kann. Ja, Freunde, also so könnt ihr das Prinzip halt machen mit Bronze-Packs und so. Ob sich das halt lohnt, bis man da einen guten zieht. Kann sich lohnen, muss sich aber nicht lohnen. Wenn ihr natürlich nicht viele Coins habt, würde ich euch das auch nicht empfehlen, so zu machen. Tradet dann lieber mit euren Münzen oder investiert die lieber, wie in so Packs zu verballern. Deswegen, ihr habt es jetzt gesehen, was man so rausziehen kann. Klar, ein Witzel, einen hätte den jetzt gespielt. Ich brauche den einfach nicht, deswegen kann ich den wieder reingeben. 87er, Kurs jetzt nur so 30k, deswegen kann man den ruhig wieder da in die abgeben. Ich würde den vielleicht eh nochmal ziehen und dann müsste ich den eh abgeben. Deswegen, Witzel, ich habe den eh schon im Stream gestern einmal gezogen. Also, wenn ihr das seht, ich nehme das jetzt am Freitag, Donnerstag auf. Es kommt wahrscheinlich am Freitag, das Video. Ja. Dann da haben wir den am Mittwoch gezogen, den Witzel, und ja, haben wir den schon mal abgegeben, deswegen, ja, ist ja egal, aber
Ihr habt es gesehen, Freunde. Man kann auch so einen Golovin kriegen. Das ist wahrscheinlich der schlechteste, den es da gibt. Ich hoffe, es hat euch trotzdem mit dem Video gefallen. Wenn ja, gebt es sehr gerne einen Daumen nach oben. Schreibt was in die Kommentare. Ciao, ciao. Bis die Tage, meine Freunde.